Ja, also tatsächlich gab es trotz großer Rauchentwicklung keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Werte waren unter dem Schwellenwert, jedoch nicht unmittelbar am Brandherd. Also die Feuerwehr hatte Atemschutz an, aber umliegend waren sie, wie gesagt, unter dem kritischen Schwellenwert. Die Feuerwehr hat trotzdem über die Warn-Apps die Bevölkerung aufgefordert, dass die Fenster und Türen geschlossen hält.